Guten Tag zusammen. Unser heutiges Thema heißt die beliebtesten Urlaubsreisen der Deutschen und der Belarusen. Heute besprechen wir, warum Deutschland und Belarus eine Reise wert sind, lernen wir die beliebtesten Urlaubsreisen der Deutschen kennen und auch äußern wir unsere Meinung zu diesem Thema. Machen Sie bitte Ihr Lehrbücher auf der Seite 156 auf und sprechen Sie mir nach. Das Abenteuer. Приключения. Die Abenteuerreise. Beeindrucken. Beeindruckte. Hat beeindruckt. Jemanden Akkusativ. Einen Eindruck auf jemanden Akkusativ machen. Производить впечатление на кого-либо. Die Reise hat mich beeindruckt. Die Reise hat auf mich einen Eindruck gemacht. Путешествие впечатлило меня. Bevorzugen, bevorzugte, hat bevorzugt, предпочитать. Entspringen, entsprang, ist entsprungen, in etwas Dativ. Брать начало, у реки. Der Rhein entspringt in der Schweiz. Das Erlebnis. Событие, впечатление. Das Gehöft. Двор, усадьба. Das Gewässer. Воды. Die Landschaft. Landschaft. Die Ebene. Равнина. Die Erheben. Возвышенность. Der Hügel. Holm. Das Moor. Der Sumpf. Болото, трясина. Диквели, источник, родник. Дитив эбене, дастив ланд, низменность. Досталь. Долина. Малерыш. Живописный. Малерыше ландшафтен. Мюнден. Мюндете. Хат ист гемюндет. Ин акузатив. Впадать. Вливаться. В. Терайн мюндет ин ди Нордсее. Рейн впадает в Северное море.
sehenswert, достопримечательный, достойный внимания. Unterwegs, по дороге. Finden Sie die Aufgabe 1a. Warum ist Deutschland eine Reise wert? Lesen Sie die Gründe und finden Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland und Belarus. Gelesen. Warum ist Deutschland eine Reise wert? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Deutschland und Belarus haben Sie gefunden? Vielen Dank. Machen Sie bitte Ihre Lehrbücher auf der Seite 131 auf und finden Sie die Aufgabe 11a. Lesen Sie über die beliebtesten Urlaubsreisen der Deutschen. Lesen Sie bitte weiter. Gelesen. Nennen Sie bitte die beliebtesten Urlaubsreisen der Deutschen. Dankeschön. Können Sie die beliebtesten Urlaubsziele der Belarusen, der belarussischen Jugendlichen nennen? Dankeschön. Ergänzen Sie die Sätze. Hilfe finden Sie im Kasten. Wollen wir vergleichen?
1. Wer sich für Sehenswürdigkeiten interessiert, dem kann man vorschlagen, große Städte zu besuchen. 2. Wer Interesse an Theater, Kino oder Musik hat, dem kann man vorschlagen, Konzerte oder Theaterveranstaltungen zu besuchen. 3. Wer sich dafür interessiert, wie die Bauern leben, dem kann man vorschlagen, Ferien auf dem Bauernhof zu verbringen. Wer sich für die Volkskunst interessiert, dem kann man vorschlagen, an Volksfesten teilzunehmen. Wer gerne Einkäufe macht, dem kann man vorschlagen, Einkaufszentren zu besuchen. 6. Wer sich für Geschichte interessiert, dem kann man vorschlagen, Burgen, Schlösser, Museumsdörfer oder Ausstellungen zu besichtigen. 7. Wer sich für Natur interessiert, dem kann man vorschlagen, Zoos, große Nationalparks, Landschaftsgärten zu besuchen. 7. Haben Sie es auch so? Gut. In welches Land laden diese Werbeprospekte ein? Lesen Sie die Werbeprospekte. Lesen Sie bitte weiter. Gelesen. In welches Land laden diese Werbeprospekte ein? Vielen Dank. Es wäre alles für heute. Danke für die Arbeit. Tschüss.